Nächste große Chance für Polen und wie Neuer den festgehalten hat, das will ich gar nicht erst wissen. Moin moin und ein herzliches Willkommen hier mal wieder zurück zu einer weiteren Partie FIFA 16 Ultimate Team. Und zwar heute mit einer ganz, ganz besonderen Partie. Ihr seht schon im Hintergrund mein Team und zwar sind das alles nur Polen. Also ihr seht hier wirklich alles nur polnische Spieler und zwar hat das einen einzigen Grund. Und zwar spielen wir heute mal wieder gegen den werten Badeschlappen. Und mit diesem Team treten wir an. Er tritt mit einem kompletten Deutschland-Team an und das ist so ein bisschen simulationsmäßig für die EM 2016. Das heißt, er hat jetzt schon gegen Ukraine gespielt. Jetzt kommt das Spiel hier gegen Polen, gegen mich und dann spielt er noch ein drittes Mal gegen Irland. Also es wird auf jeden Fall mega, mega spannend. Und ich hoffe auch, dass wir uns in diesem Spiel vielleicht einigermaßen besser präsentieren als im letzten Spiel. Letztes Mal haben wir ja 2-1 verloren, leider. Es war auf jeden Fall ein richtig, richtig spannendes Spiel. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, könnt ihr das auf jeden Fall auch nochmal anschauen. Und ja, wir spielen halt heute mit Polen. Ist ein bisschen schwächerer als die deutsche Mannschaft, wage ich mal zu behaupten. Also Lewandowski ist natürlich vorne richtig, richtig stark. Allerdings hat er auch nur 3 Sterne Skills, was ein bisschen schade ist. Ich dachte immer, der hat 4 Sterne Skills, aber anscheinend hat er auch nur 3 Sterne Skills. Und ja, ich will einfach mal sagen, mit dieser Mannschaft treten wir jetzt gleich gegen Badeschlappen an. Ich wechsle gleich noch während des Spiels ihn hier... Nee, gar nicht ihn hier aus. Oder wartet mal kurz. Ich wechsle nicht ihn aus, sondern ich wechsle ihn aus, weil er nur 3 Sterne Skills hat, Gaios und 70 Tempo und wechsle dafür die St. Pauli-Legende Sobota ein. 90 Tempo und der hat 4 Sterne Skills, den mag ich da so ein bisschen lieber spielen lassen und ja, den werde ich dann gleich einwechseln lassen. Und dann gehen wir jetzt ins Spiel gegen Badeschlappen. So, da haben wir jetzt unseren Gegner gefunden und zwar Badeschlappen, der hier mit dem deutschen Trikot anfängt. Wir natürlich mit dem polnischen Trikot und ich hoffe mal, dass ich das von der Aufregung diesmal auch einigermaßen unter Kontrolle kriege. Letztes Mal war mein Puls ja auf 180 und da haben wir das deutsche Team. Kruse in Form, Müller in Form, Özil in Form, Reus in Form, rechts Bellarabi, dann haben wir Schweinsteiger, Kroos, Hummels in Form, Boateng, Mustafi in Form und neuer Team of the Year ohne Manager ist am Start. Und ja, ich werde jetzt gleich erstmal meine Auswechslung tätigen und dann geht das ganze Spiel jetzt los. Und da ist es fast das 1:0 für Polen hier. 5. Minute, erste große Chance, Neuer mit einer Glanzparade. Richtig schön. Und jetzt ist die erste Chance da, die erste Chance für Deutschland. In der 10. Minute über Thomas Müller. Und der setzt sich da richtig gut durch und gibt dann eine Rückgabe ab. Aber der Nachschuss ist noch da. Und jetzt ist er im Aus. Außen raus auf Piszczek, der aktuelle Dortmunder. Und jetzt in der Mitte noch ein Ex-Dortmunder und zwar Lewandowski. Die Flanke kommt gut, aber Neuer passt auf. Lewa, spiel den doch, Mann. Lewandowski. Spielt er einfach den Ball nicht. Und er schießt ihn selber ab. Er schießt sich selber ab. Da haben wir Glück gehabt. Da in die Lücke rein. Oh nein, nicht da in die komplette Lücke rein. Alter, Leute. Was macht ihr denn? Jetzt aber Lewandowski ist durch und Lewandowski mit dem 1:0 hier. 45. Minute. Lewandowski hier mit dem 1:0. Richtig, richtig stark gemacht. Kleiner Doppelpass vor der Abwehrreihe. Und dann geht der Ball da ins Netz. Und wir gehen in die Halbzeit. Es steht derzeit 1:0 für uns. Ich finde auch, meiner Meinung nach geht das ganz klar. Also wir haben, glaube ich, eine Chance mehr. Es gab, glaube ich, 3 Chancen insgesamt. Nee, es geht überhaupt nicht klar. Was? Oh mein Gott, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich habe eigentlich gedacht, dass es ziemlich ausgeglichen war. Ich weiß nicht, ob seine Schüsse in alle ungefähr zu einem Zeitpunkt waren, wo er dann mehrere Schüsse auf einmal hatte. Ja, okay. Ich sehe gerade, dass die Schüsse da ziemlich auf dem Haufen waren. Und bei mir waren die, glaube ich, alle so ein bisschen hintereinander. Also es geht auf jeden Fall klar, denke ich mal, das 1:0. Es wäre vielleicht ein Unentschieden. Ach komm, vergessen wir es komplett. Schön hinterlaufen da und da ist es das 2:0. Da ist es das 2:0. Polen geht hier mit 2:0 in Führung. Ich weiß leider nicht, welcher Spieler das ist. Damit kenne ich mich in Polen leider nicht ganz so aus. Aber wir sehen jetzt, Krzyżowiak war das. Okay, den hätte ich jetzt nicht erkannt. Krzyżowiak mit dem 2:0. Nächste große Chance für Polen. Und wie Neuer den festgehalten hat, das will ich gar nicht erst wissen. Der hat anscheinend auch hinten Augen, der Neuer. Der hat echt überall Augen. Das habt ihr das geahnt? Der Ball ging gegen die Pfosten. Und dann nimmt Neuer den einfach auf. Dann nimmt Neuer den einfach eiskalt auf, als wenn er hinten echt Augen hätte. So, Ball nochmal zurück. Und das war ein hartes Foul. So, Freistoß wird ausgeführt. Da kommt der Ball und die nächste große Chance für Polen. Und Neuer hält den locker easy fest, als wenn er nie was anderes gemacht hätte. Oh, da müssen wir jetzt aufpassen. Da sahen wir schlecht in der Verteidigung aus.
Und da ist das 2:1. Da ist das 2:1. Ich weiß nicht, warum da niemand mit dem Fuß dazwischen gegangen ist. Aber das macht Bellarabi dann auch eiskalt. Ich habe da zwar raufgedrückt eigentlich auf B, also auf Angreifen, aber irgendwie wollte da niemand wirklich was machen. Weil da ist jetzt ein bisschen Platz. Da ist jetzt echt ein bisschen zu viel Platz. Da ist echt zu viel Platz. Und sie laufen sich selber über die Füße und da Dortmund, Deutschland mit der riesigen Chance. Nein, das ist das 2:2. Da ist es das 2:2. 90. Minute, Badeschlappen hier mit dem Ausgleich. Da haben wir richtig schlecht gestanden in der Defensive und kriegen das 2:2 direkt postwendend. Ja, genau, nochmal komplett in die Mitte. Was machen die denn da, die Jungs? Was machen die da? Da frage ich mich ehrlich, was für ein Fußball spielen die? Ganz ehrlich, das war ja so schwach. Und der ist knapp. Der ist knapp rüber. Das Spiel geht 2:2 aus, aber da frage ich mich ernsthaft, was ist das für ein Fußball, der da gespielt wird? Da geht der Ball nochmal in die Mitte. Die spielen den wirklich nochmal direkt in die Mitte zurück. Wir spielen hier 2:2. Badeschlappen hatte, glaube ich, mehr Chancen, auch wenn die alle so ein bisschen gebündelt waren. Ich glaube, allgemein richtige Torchancen. Aufs andere Tor hatten wir beide ungefähr gleich viel. Und ja, 2:2 ist auf jeden Fall schon mal eine Steigerung zum ersten Spiel. Das erste Spiel ging leider 2:1 verloren. Aber naja, ich finde auf jeden Fall, dass unsere polnische Mannschaft das Ganze in Ordnung gemacht hat. Dafür, dass wir da sogar 4 Silberspieler mit dabei hatten. Und ja, ich finde so vor allem Sobota von der polnischen Mannschaft einen der stärksten Spieler. Obwohl der jetzt in diesem Spiel selten was gezeigt hat. Also in dem Spiel war er ziemlich schwach. Dafür hat Lewandowski, glaube ich, seine Bude gemacht und Krychowiak. Ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher, aber ich denke mal, dass es so gewesen sein sollte. Und dann will ich mich auf jeden Fall nochmal bedanken an Badeschlappen für dieses coole Spiel hier. 2:2 war auf jeden Fall ein richtig, richtig spannendes Spiel. Spannender hätte es kaum sein können, vor allem mit dem Tor in der 90. Minute. Und dann auf jeden Fall an alle, die das bisher geschaut haben, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir auf dieses Video die 50 Likes nochmal knacken können. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.